Sie findet den Ausgang nicht. Da. Und es hat recht viel Wind, oder? Und trotzdem. Mal flügeln. Jetzt verkrücht sie sich wieder in ihre Ecke. Raus. Ja, ich muss ihr helfen, sie schnallt da nicht. Ich habe hier schon aufgemacht, dann habe ich... Was ist der Geier schon? Jetzt tut sie sich wieder so zusammenmumpeln, oder? Dann geht sie natürlich auch nicht raus. So dürfte ich sie einfach so nehmen, aber da will ich nicht, oder? Respekt. Du. So. Du dort mit dem Bild. Manchmal bin ich so ratlos. Das gleiche wie der Finger. Ich weiss nicht recht, wie ich mache, dass der heilt. Jetzt gehe ich nach raus und hole Spitzwegerich. Für mich aus ein paar Löwen sagen, die müsste ich innerlich nehmen. Spitzwegerich, ja, nachher mache ich einen kalten Sud. Oder mache ich den. Mache ich da? Du sie Wasser einlegen über Nacht. Und dann morgen Magen. Ich tue es gerade frisch auf die Wunde. So zerdrücken, den Spitzwegerich und auf die Wunde. Leute! Meiteli! Gehst du mal raus? Es findet den Weg nicht, oder? Als ich gekommen bin, sind zwei so da an dem Ding entlang immer raufgeflogen. So wie Flüge es machen, oder? Wenn sie irgendwie den Ausgang nicht finden. Oh, Meiteli, mach mir den Gefallen und fliegen mal. Tududu. Also klar ist das Fenster muss auf sein, dass es fliegt. Und ich muss vielleicht da hinten sein, dass sie sagt, okay, da ist alles frei und ich kann fliegen. Jetzt blase ich mal.